Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal um ein Kundenfeedback gehen zu unserer Trainingsbetreuung. Das habe ich nun vor schon einiger Zeit erhalten und es geht um das Thema Bluthochdruck. Carsten, wenn du das siehst, ganz herzliche Grüße an dich. Und zwar ist es so, dass bei uns in der Trainingsbetreuung in den regelmäßigen Mess- und Diagnostikterminen auch immer eine standardmäßige Blutdruckmessung gemacht wird. Und es hat sich hier so ergeben, dass die Doris, die Mitarbeiterin, in dem Termin mit dem Carsten einen Bluthochdruck festgestellt hat und empfohlen hat, das mal ärztlich abklären zu lassen. Bis dahin war das noch unbekannt, also der Kunde wusste nicht, dass ein Bluthochdruck besteht, er hat das nicht gespürt, er wusste das nicht, hat selber auch nicht gemessen zu Hause. Daraufhin ist er zum Arzt gegangen und hat das überprüfen lassen und es wurde kein Bluthochdruck festgestellt. Und das Ganze hat sich 3 oder sogar 4 Mal ereignet, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall mehrere Male, dass der Kunde immer wieder zum Arzt gegangen ist, um seinen Blutdruck messen zu lassen und es wurde immer wieder gesagt, nein, das sind völlig normale Werte, das ist alles okay. Und dann hat er mal überlegt und hat festgestellt, dass er die Besuche beim Arzt eigentlich immer in Verbindung mit dem Training hatte. Das heißt, es war immer so, dass er trainiert hat und dann danach im Verlauf des Tages einen Arzttermin hatte. Und durch das Training hat sich der Blutdruck normalisiert. Und wenn er dann beim Arzt war, hat der Arzt nichts finden können, weil durch das Training quasi die Gefäße weitgestellt wurden. Ja, und dann war der Blutdruck einfach an dem Tag normal. Das heißt, es wurde nichts gefunden. Das ist aber aufgefallen und dann wurde quasi mal der Rhythmus verändert und man hat den Blutdruck ärztlich da mal untersuchen lassen, völlig losgelöst von dem Trainingstag und siehe da, es besteht ein Bluthochdruck. Der ist noch nicht so, dass man ihn medikamentös behandeln muss, es geht also noch ohne, aber von der Art und Weise her, durch die Trainingsbetreuungstermine, durch die Diagnostik bei uns haben wir diesen Bluthochdruck gefunden. Und es konnte ärztlich bestätigt werden. Es hätte ja auch anders sein können, dass wirklich wichtig ist, es den zu behandeln und sich darum zu kümmern. Aber es ist hier möglich, dass das noch durch Ernährung und Bewegung und Training noch alles so in einem erträglichen Maß gehalten werden kann, dass kein Medikament gebraucht wird. Wir haben das Ganze auch schon umgekehrt gehabt. Wir haben auch schon Leute in der Betreuung gehabt, mehrfach, die schon seit teilweise vielen Jahren Blutdruckmedikamente nehmen. Und das hat sich dann herausgestellt durch unsere Gespräche in der Betreuung, dass dieses Medikament eigentlich schon lange in der immer gleichen Dosierung eingenommen wird und auch nicht mehr wirklich überprüft wurde. Vielleicht durch ein Versäumnis, vielleicht auch einfach, weil man dachte, okay, das ist alles in Ordnung, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir dann auch empfohlen, dieses Medikament mal überprüfen zu lassen. Und es gab Fälle, da konnte das Medikament deutlich reduziert werden. Es gab Fälle, da konnte man auf ein moderneres, besseres Medikament mit einer niedrigeren Dosis wechseln. Und es gab auch Fälle, da konnte man es tatsächlich weglassen, weil die Kundin durch Gewichtsreduktion und regelmäßiges Training den Blutdruck so gut in den Griff bekommen hat, dass kein Medikament mehr erforderlich war. Wichtig, das nur in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Hausarzt, nicht einfach selber das Medikament absetzen, weil man denkt, das ist jetzt okay. Warum ist das denn sinnvoll, ein Blutdruckmedikament zu reduzieren oder abzusetzen, wenn es denn ärztlich vertretbar ist? Ganz klar, weil jedes Medikament eine in dem Fall positive Wirkung hat, aber auch eine Nebenwirkung haben kann. Und eine Nebenwirkung von vielen Blutdruckmedikamenten ist die, dass es den Stoffwechsel verlangsamt. Um 10, teilweise bis 15% Stoffwechselreduzierung, Stoffwechselrate ist bekannt aus Beobachtungsstudien. Und das hat einfach zur Folge, dass man schneller und einfacher zunimmt, weil der Grundumsatz sich einfach verlangsamt. Das heißt, wenn es sicher ist und dieses Medikament reduziert werden kann, profitiert man davon, weil man eine mögliche Gewichtszunahme, der kann man einfach leichter entgegenwirken. Ich möchte dich mit diesem Video eigentlich ermutigen, die regelmäßigen Betreuungstermine wahrzunehmen und davon zu profitieren. Wir bieten sie ja nun mal an, wenn du bei uns trainierst. Komm einfach, mach dir einen Termin und nimm an der Trainingsbetreuung teil. Es wird auf jeden Fall zu deinem Vorteil sein. Wenn du Fragen hast oder irgendwelche Anregungen oder vielleicht auch ganz anderer Meinung bist, schreib es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.